Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Mein Name ist Two-Face. Zumindest klingt das und sieht das ein bisschen so aus, weil ich zu blöd bin, meine neuen Sonnenschutzgitter ans Fenster zu machen und die Sonne in Hamburg strahlt tatsächlich, was auch mittlerweile selten ist. Ich hoffe, ihr werdet es überleben. Herzlich willkommen zurück. Ein interessantes Thema, was jedes Jahr wieder auftaucht und ihr werdet es ja auch mitbekommen haben, ich bin beruflich absolut eingespannt aktuell, deswegen wenig Zeit für Videos und ehrlich gesagt auch nicht so viel Interesse, weil ich habe keine Lust mehr so Themen aus den Fingern zu saugen, um irgendwie ein paar Euros zu verdienen und das aktuelle Game und der Zustand der Franchise bietet es auch einfach nicht an, da irgendwie viel drüber zu machen. Und so ein Schwachsinn wie, das ist die stärkste Waffe, habe ich absolut gar keinen Bock. So, dafür mache ich es nicht, deswegen aktuell ein bisschen weniger. Tarkov würde ich sehr, sehr gerne auch mehr hochladen. Geht halt leider nicht, weil es einfach auch kaum jemanden auf dem Kanal interessiert. Was aber auch daran liegt, dass dieser Kanal grundsätzlich COD-Content beinhaltet. Und ich will jetzt auch nicht einen zweiten Kanal aufmachen, da fehlt mir die Zeit. Also aktuell ein bisschen weniger. Ich hoffe einfach, dass wir demnächst Richtung Beta vom MW3 kommen und dann einfach wieder ein bisschen mehr Content haben, über den wir sprechen können, den wir uns anschauen können und wo wir hoffentlich auch Spaß haben können vor allen Dingen. Aber eins, was jedes Jahr zum neuen Call of Duty kommt, ist die Tatsache, dass wir in so einem Zyklus sind. Und diesen Zyklus, den kennen wir wahrscheinlich alle. Das neue COD kommt. Einige feiern es, nach ein paar Wochen sagt man, das ist richtig scheiße. Ein paar Wochen später kommen die Ersten, die sagen, das letzte COD war gar nicht so schlecht. Dann kommt wieder die Ankündigung für das nächste und das Ganze geht von vorne los. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Zyklus, dieser Kreisel, Circle of Life sozusagen, seit 3-4 Jahren sich ein bisschen geändert hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass Großteile der Community noch sagen, oh, letztes Jahr Chappy war ja gar nicht so schlecht im Nachgang, sondern sagen, letztes Jahr war echt grausam, dieses Jahr ist mindestens genauso grausam, vielleicht sogar noch schlimmer. Und tatsächlich ist das auch so. Wenn man sich anguckt, die Entwicklung nach Black Ops 4, ob das jetzt MW19 ist oder dieses Jahr MW2 oder Call of Duty Vanguard oder all die Sachen, die wir da bekommen haben, auch bei den Battle Royals, Verdansk, top-notch. Und nach Verdansk gab es dann, naja, Caldera, brauchen wir nicht drüber reden. Und jetzt das aktuelle Warzone, brauchen wir da auch nicht viel drüber reden. Ich weiß nicht, wie man sich 8 Stunden am Tag hinsetzen kann und das spielen kann, ohne verrückt zu werden. Aber gut, für einige ist es, weil sie es beruflich machen müssen und andere finden da ihren Spaß und ich gönne das auch jedem. Aber dieses Jahr, glaube ich, wird es wieder so sein, dass 99% von euch allen, die zugucken und die auch schon sagen, dass sie schon seit 1 oder 2 Jahren gar kein COD mehr spielen, trotzdem zugucken und sich das nur so angeguckt haben oder auch nur wenig gespielt haben, weniger als sonst, tatsächlich sagen werden, nein, dieses Jahr werde ich definitiv nicht vermissen. Und wisst ihr was? Es ist für alle überraschend, ich auch nicht. Dieses Jahr war für mich das mit Abstand schlechteste Call of Duty, was wir je gespielt haben. Und ich sage mit Abstand, denn ich finde es noch schrecklicher als Call of Duty Vanguard aus dem letzten Jahr. Das, was wir dieses Jahr bekommen haben, mit den Maps, die dazugekommen sind, mit dem fehlenden Support, mit den unendlichen Bugs und Glitches, mit dem völlig absurden Movement-System, mit diesem bodenlos schlechten Game Design, mit den bodenlos schlechten Bewegungsmöglichkeiten und keine Minimap und keine Red Dots und absolut gar kein Movement und eine lächerliche Time to Kill und kein Totenstille und all diese Dinge, die mangelnde Kommunikation, beziehungsweise es gab ja eigentlich über das ganze Jahr verteilt gar keine Kommunikation. Und dann nehme ich auch Warzone mit rein. Warzone war ja auch ein absoluter Rohrkrepierer. Die Spielerzahlen auf Steam-Charts sind sowas von lächerlich schlecht. Das ist unglaublich für so eine Franchise. Nichts an diesem Jahr werde ich persönlich vermissen. Nichts. Das Einzige, was ich dieses Jahr bereue, ist die Tatsache, dass ich tatsächlich auf Orion gegrindet bin. 2 Monate. Ab dem Punkt, wo ich Orion hatte, war dieses Game für mich komplett am Ende. Und es war schon davor, aber man hatte wenigstens ein Ziel. Es gab keinen Progress, auf den man gehen konnte. Es ist halt völlig egal, ob man Level 150, 350 oder 1050 ist. Es macht absolut keinen Unterschied.
Die Mid-Season-Updates haben immer Content gebracht für Vielspieler, so für ein, zwei Tage oder so. Und diese Sonne nervt mich mega, Leute. Es ist echt abgefallen. Ich muss sowas überlegen für das nächste Mal. Ich mache da einfach eine Decke oder sowas vor. Es war wirklich absolut lächerlich, wie schlecht der gesamte Content, den wir für Fullpreistitel bekommen haben, eigentlich war. Das Einzige, was dieses Jahr, was man wirklich vermissen könnte, da wird es wohl ein paar so geben, ist A, die Raid-Missionen. Die waren wirklich nicht schlecht. Ich habe ja zwei mittlerweile selber gespielt und fand die wirklich nicht schlecht. Und DMZ. DMZ war ein Modus, der eben ein wenig an Tarkov angelehnt ist, aber eigentlich mit Escape from Tarkov gar nichts zu tun hat. Der richtig viel Möglichkeiten geboten hat, um Spaß zu haben im Team und auch alleine. Das Problem bei dem Ganzen ist nur, sie haben aus dieser Basis, die sie hatten, mal wieder nichts gemacht. Und so wie die Leaks das jetzt auch programmieren, ist es wohl so, dass DMZ mit MW3 nicht mehr supported wird. Das heißt, es ist noch nicht 100% sicher. Ich vermute, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir DMZ in MW3 als Teil nicht mehr dabei haben werden, sondern DMZ zwar weiterhin spielbar sein wird, aber nur über die Modern Warfare 2 Applikation. Was allerdings für die DMZ-Liebhaber kein großes Problem sein sollte, denn sowas wie Caldera ist auch eingefroren worden und konnte man ja auch nur noch über die MW19 Vanguard-Applikation spielen und nicht mehr über MW2. Und ich vermute, dass genau dasselbe bei DMZ jetzt auch passieren wird. Macht aber generell nichts, so wie es aussieht, wird MW3 vom Äußerlichen, vom Inhalt sehr dasselbe sein wie MW2, nur dass all die Entscheidungen, die Infinity Ward in all ihren cleveren Köpfen dieses Jahr rausgehauen hat, Movement und Maps und Game Design, alles 180 Grad gedreht wird und Sledgehammer macht jetzt im Prinzip auf der Engine, die wir in MW3 und MW2 hatten, mit der Grafik von MW2 und MW3 genau das gleiche wie Infinity Ward, nur jede Entscheidung wird 180 Grad umgedreht. Das kann man natürlich verkaufen, als wir haben auf die Community gehört, man kann es aber auch verkaufen, als wir gestehen ein, all das, was Infinity Ward eigentlich der Auffassung war, was besser ist, ist scheiße. Die Spieler, die es seit Jahren spielen, hatten Recht und haben Recht. Und jetzt kriegt halt jeder das, was er eigentlich wollte. Und da bleibt irgendwie auch nur zu hoffen, dass das Ganze dann vom Spielspaß, vom Fun, vom Flow besser ist als das, was wir jetzt bisher haben. Weil das hat auch nichts mit negativ betrachten zu tun. Das Game dieses Jahr ist einfach bodenlos schlecht in jedem einzelnen Aspekt. Man braucht nur mal drüber überlegen, wie grottenschlecht dieses Perk-System ist. Perks, A, wenig Auswahl, B, laden sich erst mit der Zeit auf. Das war dann zu lang, dann wurde es reduziert, dass man sie schneller bekommt. Das war denen dann wieder zu schnell, dann wurde es nach der Beta wieder verlängert, bis man die Perks bekommen hat. Das war dann aber wieder zu lang, also hat man es wieder verkürzt, bis man alle Perks bekommen hat. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es halt völlig schwachsinnig ist, dieses System überhaupt zu haben, weil man seine Perks nach dem vierten Kill sowieso hat. Egal, wie man spielt. Dann ist man doch aber auch an dem Punkt, wo man ehrlich sein muss und sagen muss, okay, wisst ihr was, wir sind der Game-Entwickler, wir sind Infinity Ward, ihr habt recht gehabt, das war scheiße. Ihr habt eure vier Perks von Anfang an. Oder drei Perks und eins nach drei Kills. Wenn sie unbedingt an dieser absurden Idee festhalten wollen. Aber, so wie es aussieht, wir kriegen Totenstille, wir kriegen verschiedene Handschuhe, wir kriegen verschiedene Westen. Wir kriegen eine Art Stalker-Perk als Weste oder Handschuh ist es, glaube ich. Wenn ihr schießt ohne Schalldämpfer, werdet ihr auf einer Minimap angezeigt. Wir werden besseres Movement anscheinend bekommen. All die Dinge, die wir uns wünschen, für erstmal die Grundbasis, ein gutes COD zu haben, wird dieses Jahr kommen. Und man kann sich drüber freuen. Ich freue mich drüber, auch wenn es natürlich bedeutet, im Prinzip, da ist keine Neuerung, sondern einfach das, was jahrelang funktioniert hat, wird jetzt wieder gemacht, weil das, was funktioniert hat, geändert wurde, nicht funktioniert hat. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, da kriegen wir demnächst auch mehr Gameplay-Videos und Gameplay-Möglichkeiten. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Leute, lasst Two-Face ein Like da und ein Abo. Ich bin raus.